Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon 4. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Paul, warum stehst du mit diesem Ford Super Duty, hast du nicht gesehen, mitten in der Pampa und hast einen Wegmarker gesetzt und oben links steht Story fortsetzen. Ganz einfach, ich habe die Story um den Watcho, um diesen Super Käfer, fortgesetzt und ja, mein Computer ist irgendwie mittendrin abgeschmiert und auf dem Weg dahin ist mir zum Glück aufgefallen, Problem ist, die Dateien sind weg. Einzige, was noch da war, war die Strachaufnahme. Die bringt mir aber nichts ohne Video. Ich hätte noch verschmerzt, können wir die Facecam nicht da gewesen wäre. Aber wenn kein Gameplay zu sehen ist, kann ich da auch nichts machen, ne? Deswegen mein Vorschlag. Wir fahren jetzt die ganzen Sachen, die ich schon gemacht habe, nochmal. Plus die Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Und bringen eventuell diese Story zu Ende. Ich hoffe, wir kriegen sie auch recht flott zu Ende, weil bald ist F1 Qualifying für Mexiko. Fast wunderbar, ne? Wir sind hier in Mexiko und ich will F1 Quali in Mexiko anschauen. Und da es nur noch knapp 1,5 Stunden weg ist, würde ich liebend gern da recht schnell hin. Und ja, wir haben auch noch ein paar Schilder schon mitgenommen und ein paar Straßen entdeckt. Sind auch viel Offroad mit diesen supergeilen Ford gefahren. Da ist das nächste Schild drin, ey. Perfekte Auto für so enge Lücken. So, wir kommen rein. Ha! Dass die Schnauze so groß ist. Sorry, Mr. Anhänger. So, ich hoffe jetzt, dass mir der Rechner nicht nochmal abschmiert. Ansonsten, oh, nee, es ist einfach deprimierend, mal gut dabei. Ganz okay, ist Commentary gewesen hier von dem ganzen Zeug. Und dann schmiert ihr einfach die Gäste ab. Geil! Hauptsache 40 Minuten gefühlt umsonst aufgenommen. Echt schade. Ich hätte auch mit viel Editing gearbeitet. Ich hätte dann echt viel zusammengekratzt und was noch. Aber gut, dann halt nicht. Weiß ich noch eher mit leben können, keine Facecam und keine Sprache zu haben. Aber gut, wir machen jetzt. Einfach nochmal alles, was es gibt. Eigenbau gegen Serienwagen, damit fangen wir an. Habe ich zwar schon 3 Sterne geholt. Ja, war Spoiler für euch, aber... Mein Rechner denkt sich so, Paul, mach gern nochmal die Arbeit. Was meinst du dazu? Ah, sehr nett. Wo ist der Watcho? Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Mhm. Vor allem fahren wir ja so gesehen jetzt einen Nachfolger des Käfers. Ah, so ist das also. Na dann. So, dein Hot Rod hat aber halt null Chance gegen einen Porsche. Nur Chance. Das finde ich ganz cool. Das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, dass wir mit dem Porsche eigentlich einen Nachfolger vom Käfer fahren. Oh, ich war ja genau in derselben Schule wie das letzte Mal. Bloß nicht ganz so schlimm. Bisschen besser. Oh, ein schönes Auto. Geradeaus. Okay. Go geradeaus. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Ich würde dir zu gern ein High Five geben, Anna. Tja, das war mein High Five. Oder hier, Anna. Bam. Du bist für dich. Jetzt wieder auf der Hauptroute. Sehr schön. Das ist schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schneller sind als das letzte Mal. War ich das letzte Mal? Ihr schaut ja nur zu. Ah, ne, sogar langsamer. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Aber wir haben es geschafft. So, kann ich jetzt die anderen Kapitel noch auswählen? Eine Sekunde langsamer als letztes Mal. Wow. Egal. Wir haben es wieder auf 3 Sterne geschafft. Jo. So. Genau, machen wir mal Gruppe wie. Schönes Rallye-Ding. Mhm.
Míralo. Meine Abuelita Rosa erzählte mir vom ersten Mal, als Papa Fernando einen VW Käfer sah. Das war 1954, als sie für die Carrera Panamericana in Mexiko eingeführt wurden. Sieht toll aus. Darf ich? Na klar, ich habe eine schöne Rallye-Strecke für dich markiert. Ich fahr mit. Und let's go. Die Straße bleiben. Wir dürfen 10 Sekunden weg von dem Ganzen. 10 Sekunden fangen immer neu an, das ist ganz cool. Du musst auch hier und da ein bisschen schneiden. Ich habe das Ziel leicht verpasst. Und ich finde die Ansagen cool. Haben sie sich so ein bisschen an den ersten Horizon DLC orientiert. Ist ja auch so ein Rallye-Ding. Feier ich sehr. Und ich bin echt überlegen, ob wir jetzt hart abkürzen dafür. Wir müssen ja Zeit schaffen. Wenn wir hart abkürzen, ja komm, wir kürzen hart ab. So. Wir haben ein bisschen Zeit vielleicht gut gemacht, weil wir haben ja hinten ein großes Stück ausgelassen. Übersprung, leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Wir haben echt gut Zeit gut gemacht. Eieiei, okay. Anderer Untergrund in leicht links. Oh ja. Oh ja. Wir haben 20 Sekunden Zeit gut gemacht. Nur zur Info, wenn man das Stück außenrum fährt, sind ungefähr 20 Sekunden, die man Unterschied hat. Ein Sprung über Wasser, dann hart rechts. Alles oftmals auch diese Herausforderung bei den Sachen, einfach diese Abkürzung zu finden. Es wird bestimmt genug YouTuber geben, die da einfach wieder Tipps und Tricks rausholen. Wenn ihr 3 Sterne holt, ich mache es jetzt halt auch nur, weil ich es weiß. Grandiose Fahrt, gut gemacht. Kannst du ja dir doch vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Bocho alles kann. Klingt nach einem tollen Kerl. Hätte ihn gern kennengelernt. Ich auch. Ja, einfach 17 Sekunden schneller am Ende. Okay. Das Lustige war, das letzte Mal. Also vor einer Dreiviertelstunde. Plus minus. Ungefähr. Langsamer. Fähigkeiten. Alejandra will sehen, was der Bocho von dem alten Flugplatz im Dschungel leisten kann. Kannst du La Chingana aussprechen? 1 Minute 32. Was? Parcours absolvieren. Notfalls fahren wir einfach durch. Aber ich glaube, so leicht geht's nicht. Was sagst du dazu? Mi tío Victor sagte, dass Papa Fernando Rennen in Guanajuato fuhr. Vor der Straßenszene, vor Horizon, bevor es überhaupt Gymkhana genannt wurde. Sieht toll aus. Darf ich? Und ob? Diese Gegend ist perfekt für Gymkhana. Ich habe einen Parcours aufgebaut. Zeig mir, was du und der Bocho könnt. Okay. Gut, Anderle. Die Stoppuhr läuft. Also fahren Sie zum Zielort, okay. Wir fahren jetzt erstmal normal. Während meiner Arbeit fand ich ein paar Befestigungsbolzen oben auf dem Fahrwerk. Ich glaube, er hat mit der Fahrhöhe herumgespielt. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, warum, aber er war mit diesem Auto seiner Zeit weit voraus. Mhm. Guter Flugplatz, by the way. Können wir da bitte nochmal Rückspule haben, danke. Ein bisschen aus wie bei Uncharted. Zum anderen Film, in dem man im Dschungel unterwegs ist. Ah, das Licht der Hallen. Also bei mir ist es arg hell in der Aufnahme, kann es gehen. Vor einem Sprung. Nee, hab ich zu spät gesehen. Liege. Ist aber auch ein dunkles Spiel hier.
Will ich es noch schaffen vor dem Ding? Ja, gut. Geschafft. Fantastisch gefahren. Kannst gerne, du weißt schon, anhalten. Ich habe das Ding jetzt aber am Ende echt nicht mit Absicht ausgelassen. Das sah echt ganz wegmäßig so aus. Ich werde es mal zurück auf die Hebebühne fahren und das mir genauer ansehen. Autos scheinen wirklich in der Familie zu liegen. Du hast ja keine Ahnung. Wäre auch eine coole Herausforderung gewesen, aber es war mir ein bisschen zu dunkel. Wir müssen das einfach nicht im Tag machen. Natürlich, du hättest sofort durchfahren können, dann bist du wahrscheinlich unter 15 Sekunden da. 183 von 578, so ein Viertel knapp, ne? Oh, quer fällt ein, ja, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Das Spiel, wir könnten hier schon teilweise echt gut fertig sein. Noch ein paar Änderungen. Ich habe versucht, ihn so ähnlich zu bauen, wie Papa Fernando und ein Rallye-Team es getan hätten. Wirklich? Que pasa? Glaubst du etwa, sie hätten moderne Technologie abgelehnt, wenn sie den Watcho noch schneller gemacht hätte? Steig ein und wart's ab. Verstanden. Der Umbau schaut aber echt ganz cool aus, die Dämpfer und alles. Und uhu. Der Motor außen. Ich gebe dir die Wegpunkte unterwegs durch. Bist du bereit für ein Zeitrennen? Darin bin ich zu allem bereit. Ich muss mich vielleicht auch so ausrichten, dass ich sehe, wo wir lang müssen. Klar, ich kann jetzt hier locker runterrasseln. 2 Minuten 30. Easy. Schöner Drift. Easy, mein Freundin. Mein Freundin. Locker. Hey, pass auf die Karosserie auf. Die ist frisch verkittet. Was verkittet? KitKat oder was? Ist da Karosserie frisch verkittet? Ja, komm, fahren wir erstmal schön Offroad. Fahren wir einen Vulkanberg herunter. Schafft mir locker, oder? Ja? Ja, hat es ausgekittet. Easy. Also wir können jetzt natürlich auch schneller unten sein. Aber wie sehr langsam musst du fahren, um hier locker über eine Minute länger zu brauchen? Oh, Ruppi! Wegpunkt 1, Anderle! Ach, Wegpunkt 1? Okay. Nicht schildert zum Ende, Mädel, musst du mir schon sagen. Schon klar, dass wir den Berg runterrasen, aber Eile. Okay. Jetzt hab ich. Jetzt halte ich mal mein Maul. Nicht eindrehen. Oh, was haben immer diese heckgesteuerten Autos? Mit dem Eindrehen. Dreht euch doch nicht ein, Kollegen. In 400 Metern links abbiegen. Nein. Wir testen mal die Offroad-Fähigkeit. Komm. Scharf rechts genug. So. Die Strafe dafür. Ich glaube, du musst. Also, wenn das jetzt nicht der Zielpunkt ist, musst du ja dermaßen. Schön. Jetzt der nächste Wegpunkt. Okay. Gleich fahre ich es aber gleich nochmal. Und ja, es ist als Offroader gedacht. Okay, wir machen das nochmal. Ja. Veranstaltung nochmal neu starten? Ja. Fahren wir das mit dem Offroader? Ja. Ist das Auto ein Offroader? Oh ja. Das verstehen ja auch so. Ja. Dann bin ich zu allem bereit. Das ist easy. Aber wir haben einen coolen Sprint vorhin drin. Ja, guck mal hier. Keine 20 Sekunden, ey. Ja, ich würde sagen, das ist ja langweilig. Ich sag so, nö. Ja, frisch verkittet. Frisch verkittet, Leute. Da wäre es Totalschaden und wir wären down, aber was kommt da auch? Was
kommt da auch einfach ein Felsen aus der Wand, ne? Oder aus der Erde, eher gesagt. Ja, so mussten auch fahren. Also das ist mit Absicht so gesagt, ne? Wie gedacht. Hey, pass auf die Karosserie auf. Die ist frisch verkettet. Okay. Schön, jetzt der nächste Wegpunkt. Auf den Weg. Nee, das ist schon so gedacht, wie ich es gerade fahre, okay? Alles andere ist gerade wirklich... Macht keinen Sinn. Oh, der Sand. Man fühlt doch einfach, wie rutschig der Sand ist. Es fühlt sich einfach sandig an vom Controller. Versteht man, was ich... Als ich den Voto auf der Hebebühne hatte, habe ich gesehen, wie ramponiert der Unterboden ist. Papa Fernando fuhr den Voto mit Carajo. Ich habe den Unterboden ersetzt und die Stoßdämpfer umgebaut. Wie fährt er sich? Sehr gut. Ich hab jetzt aber viel zu tun. Hab noch einen Wegpunkt für dich. Mhm. Ich fahre ja schon. Ist so richtig Raider-Car-mäßig einfach, ne? Ja, Raider-Car ist ja auch nur grob angegeben, wie du fahren musst, glaube ich, ne? Du weißt ja, wo du hin musst, wird gesagt, aber... Und genau, sagt ja keiner. Okay. Jetzt können wir es auch schaffen. Jetzt schafft man es auch, ja easy. Sag ich jetzt. Ja, mach das mal. In 30 Sekunden Zeit. Ja, so ist das gedacht. So ist das gedacht. Also ich habe schon richtig angefangen. Sehr gut. Sonst wäre das ja ein ewiger Weg gewesen. Du bist ja ewig unterwegs dann. Und über die Ziellinie. Puh, schön gefahren. Ich konnte keinen Fahrer namens Fernando Torres in den Aufzeichnungen der Bacher 500 oder Bacher 1000 finden. Das heißt aber nicht, dass er nicht angetreten ist. Was ist mit Dakar? Afrika ist eine lange Strecke für einen kleinen Wocho. Das war vermutlich nur eine Story, die Herr Onkel Oscar und den Kids in der Familie erzählt hat. Ich hätte ihm sicher stundenlang zugehört. Offiziell oder nicht, er hatte es drauf. Sie, hatte er. Vamos. Sehr schön. Ah, ist auch geschafft. Dieser wunderschöne Strand, ja, da müssen wir auch noch weitermachen. Damit Wocho kann fliegen. Hey, bereit für einen Sprung? Immer. Den Kratzern am Unterboden nachzuurteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Wocho. Ja, wir hatten ja gerade eben schon schon Kratzer. Bin gespannt. Beziehungsweise Sprünge. Ist festgelegt. Los! Dann schauen wir mal. Muss packen. Letztes Mal haben wir über 10 Meter gefehlt. So, los geht's. Ja, das sind wieder. Super. Wow. Mehr Meter als gedacht, die fehlen. Egal. Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Wunderschön. Ja, 166 Meter müssen wir schaffen. Das machen wir aber alles noch in einem Livestream. Juhu. Ich habe ein bisschen dran gearbeitet. Könnte ziemlich schnell werden. Sieht schnell aus. Und gleich in der Nähe steht ein Blitzer. Mir gefällt deine Denkweise. Ja, here we go. Andale, vamos. Diese Karre hat's drauf. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das war nicht meine Idee, also nicht ganz. Geiles Ding. Geiles Ding. Ja. Mal zurückspulen, bitte.
Wir fahren nicht mehr in England, Paul. Das Ding hier wird auf jeden Fall noch eine Horizon Edition. Wo ist denn der Blitzer? Jetzt verarscht es mich halt nicht, aber warum soll ich denn da fahren? Als ich den Motor gereinigt habe, fand ich Riefen um die Luft. Hat ja gar keinen Sinn. Papa Fernando hatte sie verbreitert, um die Luftzufuhr zu verbessern. Er hatte keinen Turbo zum Einbauen. Nur offensichtlich schon. Oh ja, gut, und... Da ist eine Baustelle, okay. Was? Sollte mich aber nicht abhalten. Ich sagte, sollte mich aber nicht abhalten. Ach, grandios! Aber schön auf der Straße bleiben, ja? So, jetzt. Stop. Das Ding beschleunigt ja sehr brutal. Oh, großartig. Alles okay? Ich bin wirklich hin und weg. Ich liebe dieses Auto. Ohne Baustelle wären wir noch schnell gewesen. Ich melde mich später bei dir. Okay. Sehr schön. Ohne Baustelle wären wir trotzdem schnell gewesen. Für eine Kurvenmaschine, sorry, so hat es aber nicht gewirkt. Reicht. Sieh dir das an. Keine Ahnung wieso, aber das gefällt mir. Steig ein, ich erklär's dir. Ah, schönes Auto. Oh, dieses Ding hat echt was drauf. 6 km/h. Hallo, oder? Ich hab eine Route für dich festgelegt. Los geht's. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an den Käfer aus Need for Speed Heat. Nur ließ der sich, glaube ich, nie so gut fahren. Also, er fährt sich gut, auch wenn ich es gerade eben nicht bewiesen habe. Ja. Schnell gucken, ist aber muy bien. Oh ja. Kannst anhalten. Hab die Bremsen repariert. Ja, wunderschön. Dafür müsst ihr es ausrollen lassen. Die Kiste hat echt was drauf. Wirklich was Besonderes, oder? Wart's ab, bis du siehst, was Papa Fernando damit als nächstes gemacht hat. Ich hätte den auch ganz gerne als Trackstar, aber... Ja. Der Trift-Show. Na dann. Gib ihn. Driften wir das Ding mal nach Hause. Hey, Aleja. Hey. Focho? Ich habe nur den Radsturz und die Aufhängung ein wenig verändert. Okay, die Aufhängung etwas mehr. Kann's kaum erwarten. Na dann schauen wir mal. Ich bin ja nicht wahnsinnig gut im Driften. Gehen wir mit einer Tour durch Burg nach Wasso. 1000 Driftpunkte, easy. Ob Papa Fernando so etwas wohl auch getan hat? Vielleicht. Vielleicht sogar auch. 100.000. Ich bin triste, dass wir das nie erfahren werden. Keine Sorge um die Reifen. Ich hab Ersatz. Okay. 100.000? Sorry, aber die kriegst du ja schnell zusammen. Wenn du nicht gerade anstellst. Wie ich. Das ist auch nicht die Wahnsinnsstrecke, ne? Kriegst du ewig viele Punkte gefühlt. Ja gleich. Dann, ja, wenn wir es dann haben, tut mir leid, dann rasen wir natürlich zum Zielort. Orale, ich will mehr Qualm sehen. Oder 10 Punkte. Ich soll einfach mal die Klappe halten. Paul, halt einfach mal die Klappe. Lern lesen, Alter. Ich dachte, 10.000 Punkte. Selbst die 200.000 sollte kein Problem sein. Ey, ey, ey. Ein Trifty-Bifty sein hier.
Ja, okay, komm, das Ding ist durch. Dein Amigo Roberto wäre stolz. Robert Allen? Den kenne ich. Hatte mit ihm in Großbritannien zu tun. Cool, er hat mir alles darüber erzählt. Was wäre? Ich hab's akustisch gerade nicht verstanden. Aber gut. Komm zurück und wir verpassen dir neue Reifen. Wie es aussieht, hattest du echt Spaß, aber wow, ich brauche jetzt wirklich neue Reifen. Ja, ich habe mich etwas mitreißen lassen. Keine Sorge, ich habe jede Menge Ersatzreifen in der Werkstatt. Wir hören uns. Cool, war aber eine coole Story mit dem Driften, das hat Spaß gemacht. Sowohl ich echt überheblich war am Anfang, so 100.000 Punkte kriegst du ja ewig. Hola, amigo. Hey, beschäftigt? Ich habe noch was vor mit dem Mocho. Ein Shooting. Damit die Erinnerungen sogar noch länger wären als ein VW-Käfer. Mir fallen auch schon ein paar Orte ein. Der Ort, an dem Papa Fernando ihn für uns hat stehen lassen. Oder die Bacha, wo er all seine Geländerennen fuhr. Was meinst du? Wenn man eins nach dem anderen, wir haben eh noch 2-3 andere Sachen. Und das sehen wir uns dann gleich. Hm, dort hat alles angefangen. Kommst du hin? Ja, mit meinem Ford Super Duty schaffen wir das. Bei nächster Gelegenheit. So, der Fähigkeiten-Show steht an. Messer. Genau rechtzeitig. Wir sind bereit. Ja? Ich will wissen, was dieses Auto in Sachen Wendigkeit drauf hat. Also habe ich dir einen Parcours gebaut. Willst du es versuchen? Unbedingt. Dachte ich mir. Steig ein. Ich zeig dir alles. Wir haben hier einige Rampen und Hindernisse aufgebaut. Folge der Route und passiere sie so schnell du kannst. Die Route, auf die Route. Schön, dass wir keine Route haben. Hier sind noch. Hier geht's weiter. Ach, ja. Cool. Schade, dass jetzt keine Route angezeigt wird. Alejandra, hast du das vergessen? Ins Stadion rein? Ja, bestimmt. Komm, wir schauen einfach mal rein und versuchen wir das einfach nochmal. Hola! Alter, ist das riesig! Ohohoho. 50.000 Punkte. Riesenstadion für irgendwas. Jetzt sind wir wieder hier, schau mal, guck. Schön, dass sie sagen halt, hier fahr den Parcours und dann, ja, fährst du keinen Parcours. Der über Horizon Laster, da könnte schon sein, dass da irgendwas machen könnte. Ja, wir stehen einfach nur da, okay. Fähigkeitszielsachen, da muss ich auch ehrlich sagen, da war ich noch nie gut drin. Da muss ich dann die richtige Route und alles finden oder richtigen Platz. Einen richtigen Run halt haben mit dem Auto. Es fehlen ja noch 200.000 Punkte, da müssen wir gut Punkte sammeln, aber irgendwie... Mit der Drift-Show oder Fähigkeits-Show, wie auch immer er sich nennen mag, ist ja wahnsinnig viel, ne?
kann er hier durch die... Ah, das ist durch die Felder, ja klar. Hier kann man noch ein bisschen was zusammenbringen. Hätte früher machen sollen, guck mal, wie viele Punkte das halt bringt. Was haben wir jetzt zum Ende hin? Fantastisch! Das war eine tolle Show! Ich muss ein paar Dellen ausbessern, aber das ist das Gute am Watcho. Man braucht nur einen Hammer und etwas heißes Wasser. Das ist ein tolles Auto. Dein Urgroßvater hätte es sicher gern gesehen. Ganz bestimmt. Schade, dass wir es ihm nicht zeigen können. Aber egal, hau schon ab. Ich melde mich bald wieder. Okay. Wie viele Punkte hatten wir jetzt zum Schluss? Boah. Ja komm, wir setzen jetzt mal fort. Wir werden... Ja. Das nächste Mal eben 80.000 Punkte mehr holen. In der Baja. Mal schauen, was in der Baja so geht, oder? Der Baja-Bar. Ein Kalauer geschissen. Originalzustand, so wie er in den 60ern aus La Fabrica gerollt kam. Gefällt er dir? Ein klassischer Look. Aber die Upgrade-Teile... Keine Sorge. Die Upgrades sind noch da. Wir können sie jederzeit wieder anbringen. Ich möchte ein schönes Foto von dem Auto. Ah ja, die perfekte Umgebung für den Watcho. Hey. Dann gib ihm. Warte mal so, das Spiel meint, dass wir es fahren sollen. Nicht. Wie diese Heckschleuder nochmal. Sanfter um die Kurve. Ja, da hat Upgrade-Teil, das merkt man. Vollgas auf dem Highway. Sag ich Highway? Highway müsste beim Mexikaner sein, eher sein, oder? Wenn das nicht Autobahn nennen. Der Motorway wie die Briten. Das war der erste Kiffer in unserer Familie, aber nicht der letzte. Ich hatte einen und Ramiro auch. Die Liebe zum Watcho hielt ich für etwas Mexikanisches, aber vielleicht... Das klingt blöd, aber... Vielleicht tragen wir den Geist von Papa Fernando in uns, weißt du? Oder es ist wirklich so ein mexikanisches Ding. Das ist schön, Aleja. Vermutlich auch wirklich ein mexikanisches Ding. Definitiv ein mexikanisches Ding. Ándale pues, mach endlich das Foto. Ich bin da schon gut wie auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, dass Alejandra und Rami Geschwister sind. Jetzt wissen wir es. Drei Sterne schaffen wir jetzt nicht. Unter anderem auch wegen meiner Kühe am Anfang. Eindrehen und so ein Quatsch, ne? Am Ende musste... Ist die Frage, ob du nicht... Doch, das ist schon in Ordnung. Obwohl, du könntest hier auch runterfahren, dann da lang. Ja, ist egal. Das müssen wir eh noch. Das Quer fällt ein und das Neos fällt. Das ist halt eh immer die Frage, ob Quer fällt einfahren. Ich bin die Lösung Nummer 1 ist bei solchen Sachen. Also der Ford Racing Puma, der hilft über alles drüber. Na gut, ist ja auch ein Puma, ne? Okay. That flip, I flip it. Dasselbe dachte ich auch gerade. Foto auch noch. Sehr schön. Sehr gut. Ich glaube nur ein Stern, aber egal. Könnte man denken, es wäre Papa Fernando am Renntag. Me encanta.
Muchísimas gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Día de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Sag ihm, der Bocho ist in guten Händen. Das ist er. Papa Fernando sagt, der Bocho gehört jetzt mir. Ich kann mit ihm machen, was ich will. Also, gebe ich ihn dir. Was? Aleja, nein. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Garage bringst. Und jetzt raus hier. Papa Fernando und ich haben an mehr Ideen zu arbeiten. Ich ruf dich an. Danke. Hat auch noch zwei. Stern ist sehr cool. Danke, Alejandra. Da haben wir nämlich auch das Bild für die jetzige Folge. Aber wir haben noch zwei Aufgaben zu machen, habe ich gesehen. Deswegen sehen wir uns da auch gleich. Du hast dein Ziel erreicht. Ich habe alle Mods und Extras abgenommen, so wie Papa Fernando ihn 1963 gekauft hat. Puro Bocho Original. Trotzdem eines der coolsten Autos überhaupt. Verdad? Okay, bringen wir ihn zurück. Na dann, ab in die Höhe mit uns. Solange wir ihn nicht wieder verlieren. Geht trotzdem gut ab. Bist du sicher, dass du alle Upgrades abgemacht hast, Alejandra? Muchas sicher? Ich bin auf jeden Fall muchas sicher, dass wir schnell sind. Das war wunderbar. Nicht nur all die Bocho-Stunts und Rennen. Auch die Verbindung zu mi familia und Papa Fernando. Wenn wir dieses Auto fahren, dann fühlt es sich so an, als wäre er bei uns. Oder? Ich werde sein Bild neben das hängen, das wir machen, sodass er in der Garage immer über mich wachen kann. Verstehe. Ich weiß zu schätzen, dass du das mit mir teilst. Nicht der Rede wert. Wirklich, er hätte dich sicher auch gemocht. Nun mein Tschüss. Machen wir das Foto, solange es noch hell ist. Okay. Ja, gleich da, wunderbar. Wir sind hier gleich. Wahrscheinlich in dem Bereich, aber machen trotzdem mal dahin. Der Wegpunkt ist. Jetzt machen wir eine schöne Foto von der Watcher. Sehr schön. Ein schönes Foto. Perfecto. Als er hier das Foto machte, war es das Ende. Aber für uns ist es gerade mal der Anfang. Muchísimas gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Día de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Sag ihm, der Bocho ist in guten Händen. Das ist er. Abuela Rosa sagt, ihr Papa hätte gewollt, dass der Bocho an einen Fahrer wie ihn geht. Ich sehe das genauso. Also, er gehört dir. Was? Aleja, nein! Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Taller bringst. Und jetzt raus hier. Du hast noch die Ruhmeshalle vor dir. So haben Papa Fernando und ich Zeit, an neuen Ideen zu arbeiten. Sehr schön. Der Dialog war halt glatt der gleiche. Ne? Schade eigentlich. Aber trotzdem noch eine Aufgabe. Ah, okay. Ich wollte gerade die 13. Story machen von dem Auto. Aber dafür müssen wir die Ruhmeshalle erreichen. Heißt, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal am Ende. Mit diesem Auto und müssen bis dahin 1, 2, 3 Sterne holen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich trotzdem, dir hat's gefallen. Die Abenteuer eines Watchos. Ich hoffe natürlich sehr. Ich bin gespannt, wie das mit dem Gekatte ist. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und ja,
würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Ich habe jetzt über 1:11 auf der Uhr. Wie viel es für euch ist, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein, aber so kleine kurze Videos dürfen es ja auch mal sein, ne? Von daher würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier in Horizon 5 in Mexiko. Dann wird vielleicht getrackt, Trace. Bis dahin, Servus und tschüss.